Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ein wichtiges Element unseres Engagements auch in anderen Teilen Afrikas beteiligt sich Deutschland als einziges Land der Europäischen Union an dieser Hybridmission in Darfur. Und warum das Ganze? Wo liegt das begründet, dass wir uns hier engagieren? Neben der Tatsache, dass es ein wichtiges Signal ist für unser gesamtes Engagement in anderen Teilen Afrikas, geht es uns auch insbesondere darum, dass wir hier einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen leisten. Die westsudanesische Provinz Darfur hat mehrere Millionen Menschen aufgenommen. Die Zahl wurde vorhin schon genannt, die dort als Binnenflüchtlinge unter erbärmlichen humanitären Bedingungen leben müssen. Daher ist es richtig, dass der Schwerpunkt unseres Engagements dort insbesondere der Zugang zur humanitären Hilfe ist. Dies ist eine richtige, eine wichtige und eine sehr sinnvolle, wenngleich auch sehr herausfordernde Aufgabe, die unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten dort leisten. Und dafür gilt unser ganz besonderer und ausdrücklicher Dank. Meine Damen und Herren, Sinn macht unser Engagement dort auch deshalb, weil sich in den angrenzenden Regionen innerhalb wie außerhalb des Sudans bewaffnete Konflikte halten. Und diese führen zu den Migrationsbewegungen über staatliche Grenzen hinweg. Nur ist es da folgerichtig, dass das Engagement auch des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seinen Fokus des Engagements auf die Maßnahmen im Bereich von Flucht und Migration liegt. Das Ziel dabei ist, die Not der Menschen vor Ort zu lindern, damit diese erst gar nicht in die Notlage kommen, sich auf den Weg zu uns nach Europa machen zu müssen. Es ist auch noch mal ganz interessant, sich die Hauptursache für viele der Konflikte im Sudan und im Darfur anzusehen. Dabei geht es häufig um Verteilungskämpfe, um natürliche Ressourcen und auch um Kämpfe der Verteilung um Land. Und weil diese Konflikte oftmals sehr kleinteilig sind, zwischen Stämmen und Dörfern ausgetragen werden, ist es schwierig, schnell, effizient und dauerhaft zu reagieren, sie einzudämmen und zu stabilisieren. Und dabei lohnt sich mal ein Blick auch auf die innenpolitische Lage insgesamt im Sudan. Noch in meiner letzten Rede in der Debatte um das Mandat im Dezember 2017, also erst wenige Monate her, da hatte ich noch meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass durch die teilweise und schließlich dann auch permanente Rücknahme von Wirtschaftssanktionen durch die USA eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage einhergehen würde. Heute wissen wir, diese Hoffnungen sind enttäuscht worden. Die Preise für viele Güter des täglichen Bedarfs sind teils um die Hälfte gestiegen, der Brotpreis im Januar sogar hat sich verdoppelt und der Strompreis für die Industrie hat sich sogar verzehnfacht. Die Wirtschaftskrise, müssen wir feststellen, hat sich sogar verschärft. Und es bleibt selbstverständlich nicht ohne Folgen in der Bevölkerung. Die Unzufriedenheit dort wächst und bricht sich Bahn in Protesten und Demonstrationen, auf die das Regime nicht sich anders zu helfen weiß, als mit massiver Polizeieinsatz zu reagieren. Viele Hunderte von Menschenrechtsaktivisten sind festgenommen worden und sitzen dort zum Teil bis heute ohne Anklage in Haft. Hier gilt mein Appell, diese Menschen freizulassen. Anmahnen möchte ich an dieser Stelle darüber hinaus, dass der Prozess der Verfassungsreform, der so wichtig für die weitere Entwicklung des Landes ist, jetzt rasch gestartet wird. Ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähne ich, dass die Regierung immer wieder Abzugsforderungen stellt. Das ist zu verfrüht und damit letztlich falsch. Erst müssen die Benchmarks, die von den Vereinten Nationen aufgestellt worden sind, erfüllt sein. Und dazu gehört insbesondere ein Ende der Gewalt. Herr Kollege, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Deutschlands Engagement im Darfur genießt großes Vertrauen. Wir leisten dort einen guten und wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und Lösung der vielen oft kleinparzelligen Konflikte. Auch unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten werden dort weiter gebraucht. Herzlichen Dank. So, mit den letzten Worten des Kollegen Bayer.